Mich doch das, ja. Sonntag, heute ist Sonntag, letzter Tag. Schön, dass noch so viele da sind und die auch zu diesem Talk gekommen sind. Kurz zu mir. Ich bin der Watz, komme von der Würzburger Chaosgruppe, die ich auch hier mal grün schön grüßen möchte. Winkt mal. Winkt mal. Okay, egal. Mich erreicht man unter watz@nerd2nerd.org, falls da irgendwie Sachen sind, und unsere Website ist auch unter nerd2nerd.org zu finden. Urs, habt ihr, glaube ich, vielleicht schon den Demo-Coding-Talk erlebt? Sind hier Demoszene anwesend? Alles klar, okay. Was ist der Nerdball? Das ist, glaube ich, so alt. Huch, so. Erstmal so lustig, was ich machen will. Also erstmal erklären, was Sache ist, und dann zeige ich auch was. Und ich hoffe, das wird lustig. Und okay, erstmal so grundlegend, wieso, warum, weshalb, warum und überhaupt, wieso, weshalb, genau, Nerdball. Huch, irgendwie ist das mit dem, der Acrobat macht irgendwie Blödsinn. Okay, Nerdball. Also es ist im Prinzip so, wir haben einen IRC-Channel und irgendeiner kommt auf die Idee, da irgendwie so ein tolles Bild zu posten und zu meinen, boah, guckt euch das mal an, das ist voll lustig. Und ein paar Leute sind vielleicht nicht da und kriegen das irgendwie nicht mit und wollen aber dann auch noch belustigt werden später. Also ist es irgendwie geschickt, diese Bilder irgendwie zu archivieren. Und ja, deswegen gibt es halt den Nerdball. Jemand postet halt einen Link zum Bild und der sammelt das. Und die Idee ist eigentlich nicht von uns, sondern ist von den Demo-Gear-Leuten. Gibt es den Wurstball. Ja, unter wurstball.de ist im Prinzip genau das Gleiche. Aber wir wollten auch einen haben. Und Urs hat dann irgendwann gemeint, boah, wer da jetzt mal einen codet, der kriegt eine Pizza ausgegeben. Und daraufhin haben sich ein paar Leute zusammengefunden und mal was gecodet. Und ja, warum haben wir das dann so gemacht? Weiß nicht. Vielleicht wegen Profit. Nee, und natürlich, der Wurstball ist scheiße. Und genau, deswegen haben wir den Nerdball programmiert und ja, wie sieht das aus? Was braucht man dazu? Ja, man braucht hier halt irgendwie ein IRC. Da irgendwie ein Bot oder was auch immer, das halt irgendwie den Text mitliest. Und da halt eben schaut, ob es dann irgendwelche Urls drin findet, die irgendwie auf ein Bild matchen. Dann halt irgendeine Skriptsprache seiner Wahl oder irgendwas anders, um das Zeugs halt auszuwerten. Irgendeine Grafikbibliothek, wenn möglich. Man kann auch selber was schreiben, wenn einem langweilig ist, um damit man irgendwie Bilder irgendwie resizen kann oder drehen oder was auch immer. Dann irgendwie ein Webserver, was man halt so hat, und damit man das irgendwie online stellen kann. Und ja, weil wir halt so die Bilder auch irgendwie taggen wollten, irgendwie eine Datenbank oder sowas. Also, keine Ahnung. Kann man auch einen Textfile nehmen, wenn es sein muss, aber wurscht. Genau. Wie ist es dann irgendwie so umgesetzt worden? Also es gab da irgendwie, Twist hat was programmiert, ich habe was programmiert, Kasa hat ein cooles Flash geklaut und ich glaube, Urs hat auch mal was probiert und dann wurde irgendwie innerhalb von kürzester Zeit, das war glaube ich nur eine Woche, hatte man irgendwie nur Zeit, ja, ne? Von Donnerstag auf Donnerstag, ja, eine Woche, haben halt irgendwie Leute was programmiert und genau, und dann wurde halt am nächsten Donnerstag abgestimmt, wer so das geschickteste hat und was am besten funktioniert hat, und da ist halt irgendwie, ja, mein Nerdball irgendwie übrig geblieben. Und ja, wie habe ich das jetzt umgesetzt? Ja, eigentlich ganz einfach. Ich wollte jetzt halt extra noch einen blöden Bot schreiben im IRC, sondern habe einfach gesagt, ich bin ja eh die ganze Zeit im IRC und dann Channels, also reicht mir mein IRC vollkommen aus, weil der kann nämlich auch Logs machen. Und ich gucke einfach die Logs durch, ob da irgendwelche Bilder, Urls drin sind. Genau. Weil ich PHP eigentlich ganz gut kann, habe ich das wahrscheinlich in PHP hingeschmiert, wollte aber das ein bisschen wegabstrahieren, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie mich jetzt noch um das Datenbank-IO und Escaping und so Zeugs zu kümmern, habe das einfach mal dann dem MDB2 von Peer machen lassen, damit man halt auch irgendwie irgendein beliebiges Backend dranhängen kann, also SQLite, MySQL, MS-SQL, Oracle, Bullshit halt. Ja, und für das Bilder umbauen Image Magic, weil das ist eigentlich schon meistens auf den meisten Servern irgendwie installiert, und ja, das übliche LAMP-System ist halt MySQL noch dazu und noch Apache, und dann hat man eigentlich schon alles.
Und mehr braucht man dazu nicht. Und genau, und dann haben wir das einfach mal so gebaut. Also ich habe halt einen Client, das ist einfach mein IRC. Der läuft auf einer anderen Maschine, der zieht sich die URLs raus und schickt die einfach an den Server. Und der Server fetcht halt irgendwie die URLs, baut halt die Thumbnails und stellt es auf eine Webseite. Hört sich eigentlich total simpel an. Führt aber, wenn man es dann irgendwie mal durchexerziert, zu diversen Problemen. Und auf diese Probleme will ich jetzt ein bisschen näher eingehen, weil es gibt, so einfach ist es nämlich nicht. Da hat man so Stolpersteine wie zum Beispiel, ich will eigentlich schon mal erstmal wissen, was für ein Bild ist das da, das ich irgendwie jetzt ziehe. Weil es gibt ja auch so zum Beispiel 40 Gigabyte Panoramafotos von Dresden. Kann man ziehen, ist vielleicht ein bisschen aufwendig, aber will man vielleicht nicht unbedingt. Also sowas Schicktes wie Größe oder sowas kann man, sollte man limitieren, damit halt nicht das Platte oder RAM zuläuft oder sowas. Ja? Das will man einfach nicht. Dann hat man noch das Problem, dass es einfach tolle Imageboards gibt, wo man zwar tolle Bilder findet oder sowas wie, weiß ich, Eyes Cheeseburger oder sowas. Aber manche wollen zum Beispiel Login, manche möchten irgendwie, dass noch ein Cookie gesetzt ist, manche möchten noch den richtigen Referrer, manche fragen sogar ab, ob jetzt irgendwie Perl-Skript standardmäßig drauf zugreift über net irgendwas, bla 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 und guckt, ob einfach das Bild zieht. Und dann hat man natürlich noch mit anderen Problemen zu kämpfen, dass zum Beispiel manche Leute hier einfach alt sind bei uns und deswegen einfach mal, oh, das Bild war ja schon mal bei uns, ach egal, ich poste es nochmal. Dann hat man die irgendwie doppelt im Archiv und das will man ja eigentlich auch nicht so. Und ja, Image Magic ist auch noch ein bisschen, hat auch noch ein paar nette Features, die nicht so toll sind. Ich habe PHP ausprobiert und da mal GD2 oder das Image Magic Extensions von PHP verwendet, aber das ist grauenhafter. Tut's nicht. Genau, so, okay. Also es fängt schon an mit, dass einfach HTTP-Header kaputt sind. Also ich möchte irgendwie wissen, wie groß ist das Bild, was ist überhaupt für ein Typ? Also es ist ein GIF, JPEG, PNG, was auch immer. Und die einfachste Sache, die man da irgendwie machen kann, man schickt einfach erstmal einen Head-Request an den Server und sagt, gib mir mal so ein paar Daten über das, was ich da jetzt ziehen will. Ja, so sollte es eigentlich aussehen. Also ich mache da einfach mal einen Head-Request, also gib mir mal die Eigenschaften von dem Bier-JPEG und dann sagt er, ja, das ist irgendwie Content-Type Image-JPEG und es ist irgendwie so 791.459 Bytes groß. Perfekt. Damit kann ich was anfangen. Ich weiß, wie groß es ist und dann kann ich es fetchen oder so und ich weiß, dass es ein JPEG ist. Und ja, perfekt. Ja, das klappt so nicht. Hier ein Beispiel Fukun. Wer kennt Fukun? Alles klar. Fukun ist auch so eine Bilderseite und von denen kann man sich auch Bilder klauen. Und ja, ich versuche jetzt mal eins zu ziehen. Und dann sagt er, ja, da ist ein Bild. Das oben, ihr seht es schon vielleicht, also das Bild ist irgendwie so 6, bla 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 bla, Punkt JPEG. Und der Light hier sagt aber, nö, es ist ein GIF. Und er sagt mir auch nicht, wie groß das Bild ist. Das könnte jetzt Dev 0 sein? Oder Dev Random oder irgendwas, ein Link drauf? Ich habe keine Ahnung. Super. Ich kann es jetzt mal ziehen und hoffen, dass es vielleicht was ist oder auch nicht. Oder mir einfach mal die Platte vollschreiben. Spaß. Okay, gucken wir mal, was es für ein Bild ist. Also machen wir mal ein WGET drauf und stellen fest, selbst WGET meint von wegen längst unspecified und das ist irgendwie ein Image GIF und wenn ich das mal auf der Platte habe, dann stelle ich fest, oh, es ist doch ein JPEG. Komisch. Ja, was denn nun? Naja, egal. Oder das ist besonders gut. Ich versuche jetzt mal von Apina mal so ein GIF zu holen und krieg zurück Content Type Text HTML. Was? Ich dachte, ich will ein Bild haben, also das GIF hier. Aber nö, das ist ein HTML. The fuck? Spaß. Okay, gucken wir uns mal das mal ein bisschen an und stellen fest, ja, die Adresse ist irgendwie apina-bis und dann 3081.2.gif, ja. Aber das liegt nicht an der Stelle, sondern es liegt irgendwie da, wo Image Source drin steht. Also,
nicht da, wo es eigentlich der Link auf der Apina-Seite hinführt. Also wenn man auf Apina geht und Link zu dem Image, dann kriegt man normalerweise genau diese Apina-Biss-URL und führt aber gewiss woanders hin. Aber wenn die Leute posten natürlich immer den Link, den sie einfach copy-pasten können von der Webseite runter und stellen es dann irgendwie ins IRC und das klappt dann natürlich dann nicht, wenn ich es versuche zu ziehen und dann heißt es, der Netbank ist kaputt. Gut, man muss mal einen Filter schreiben, das habe ich dann in dem Fall gemacht. Also der sucht dann genau nach dem File dann nochmal und nach den Image-Tags im HTML und sucht nach genau dem gleichen File nehmen und versucht das dann zu ziehen. Ja, das ist klappt. Also Apina geht mittlerweile bei uns. Und dann natürlich die tollen Webseiten, die ich vorhin genannt habe, so von wegen, nö, du kommst hier nicht rein. Also Session Cookies, User Agent nicht richtig oder irgendwas. Ist der Referrer, passt der? Keine Ahnung. Ja, okay. Ich habe mich effektiv dann für SeaUL entschieden, weil bei SeaUL kann man halt einfach ein paar Parameter mitgeben, die einerseits das Ganze auch ein bisschen sicherer machen, weil man zum Beispiel in SeaUL so Sachen machen kann wie, ja, wenn der Transfer irgendwie nach 2 Minuten nicht da ist, das Bild, dann laggt entweder der Server oder es ist zu groß. Ne? Weil wenn ich dann das 40 GB Dresden-Bild ziehe oder so, das dauert länger als 2 Minuten. Dann lasse ich's. Und dann schmeiße ich es einfach weg. Habe ich zwar nur Traffic verschwendet, aber weiter wird nichts passieren. Und damit man halt eben noch den richtigen Referrer setzt, muss man halt eben von dem Hostname, also www.blablabla. Irgendwas, irgendeinem Pfad, muss man natürlich den Hostname wegschmeißen, hat dann den Pfad, deswegen muss man das als Referrer setzen. Und wie man hier so sieht, verwende ich da irgendwie jetzt gerade auch PHP dazu. Das sieht so aus. Und manche machen auch irgendwie einen Redirect. Manche Webseiten, also zum Beispiel, fällt mir gerade nicht ein, aber du schickst auf das Bild und die schmeißen, die machen Redirect auf einen von den Image-Server. Also sie haben mehrere Server, die die Images ausliefern und machen dann erstmal auf der Hauptseite einen Redirect, um die Last zu verteilen. Dann muss man natürlich dann followen, das ist klar. Damit man aber nicht irgendwie eine Schleife geht und der dann das Skript erstmal irgendwo außersehen durch eine falsche Konfiguration vom Webserver da irgendwie ewig irgendwo hinter einem Bild hinterher rennt und am Ende kommt, soll der halt irgendwie nach Max Readers 2 einfach aufhören, weil dann finde ich es einfach nett. Genau, und dann holt man halt eben das und lässt sich das irgendwie ausgeben. Und dann kann man das irgendwie in den File schreiben. Soweit, so gut, klappt auch ganz gut. Genau. Und natürlich, das Problem ist auch noch vor dem Monitor, ne? Also ich meine, hat jemand die Uhren schon mal gepostet, Twist ist so immer so ein bisschen vergesslich. Und dann war das irgendwie vor 2 Wochen schon mal bei uns im IRC und dann hatten wir jetzt schon die Idee, dass wir noch einen Altbot schreiben, der dann Twist immer anbrüllt und denkt, Alt, das hast schon irgendwie ein anderer Idiot vor 2 Wochen gepostet. Oder so. Aber wie stellt man halt fest, ob das Bild schon mal da war? Das geht eigentlich, okay, man kann jetzt die URL vergleichen. Das ist aber irgendwie so ein bisschen blöd, weil Twist auf so komischen Webseiten rumsurft, die einfach auch die Bilder von anderen Webseiten klauen. Und deswegen ich eine andere URL habe, aber das ist das gleiche Bild. Ne? Also kam ich auf die Idee, okay, mache ich zu jedem Bild noch einen Hash, MD5 oder sowas, keine Ahnung. Dann und guck mal, ob der entsprechende Wert auch schon irgendwo in der Datenbank steht oder so. Ja, das war eine gute Idee, aber es ist ja Web 2.0, jeder verlinkt es an irgendwelche anderen Typen weiter und die stellen es dann auch nochmal online und auf irgendeine von diesen anderen Seiten kommt dann mal Twist drauf und meint, wuhu, ist das ein lustiges Bildpost. Aber die andere Webseite hat dann irgendwie gleich noch irgendwie so mal so ein Wasserzeichen reingemacht. Damit ist es mit den Hashes total für den Arsch. Gleiches Bild, nur dass halt unten noch irgendwie ein Logo von der Webseite mit drin hängt. Super. Wir haben es so gelöst, dass wir dadurch, dass wir die Bilder taggen können, einfach die als Repost taggen. Und also der Nerdball ist noch nicht ganz fertig. Es fehlen noch ein paar Features, aber das zeige ich euch dann. Und dann kann man halt zum Beispiel alle Repost-Bilder irgendwie löschen oder vom Admin löschen lassen oder so. Und dann ist es erledigt. Ja. Ja, Image Magic hat auch noch ein paar Problemchen. Zum Beispiel gibt es Leute, die sind der Meinung, boah, ich habe ein GIF, aber ich hänge einfach mal schon, schmeiß ein GIF hinten weg und schmeiß JPEG dran. Und wenn man dann irgendwie Convert über das
GIF laufen lässt mit Endung JPEG, dann kommt irgendwie Convert auf die Idee von wegen für jedes Frame in dem GIF ein eigenes Thumbnail zu machen mit als JPEG. Und dann hat man halt bei so einem, ja, so Animation, vielleicht so 200 Bilder, hat man auf einmal 200 Thumbnails. Das ist eigentlich auch nicht das, was man will. Deswegen gibt's aber, habe ich erst erfahren, danke an Survivor, glaube ich, Survivor hat es mir gesagt. Es gibt nämlich noch den Minus Identify Switch bei Convert, wenn man den vorne dranhängt, guckt er vorher nach, was es für ein File-Type ist und rät nicht einfach drauf los und baut dann tatsächlich nur ein Thumbnail. Und nennt es dann auch entsprechend richtig, also da kommt dann auch dann Punkt GIF raus. Yay. Das ist das, was man will. Das war es jetzt so von der technischen Seite her, wo man so drüber gestolpert ist. Und wenn jemand mal meinen Code sieht, der wurde halt mal schnell runtergeschrieben. Vielleicht ein bisschen noch mit overengineert, aber ihr könnt den auch gern haben, wenn ihr wollt, irgendwie den Source. Einfach mal mir eine Mail schreiben. Gibt es irgendwie schon mal so Fragen dazu, bevor ich jetzt dann einfach mal zur Live-Demonstration übergehe? Nein, 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 nein. Lass. Ja, könnte man, aber das ist halt die Frage ist, wie viel CPU Last willst du da irgendwie noch erzeugen? Ich meine, diese, du kannst da jetzt von KDE zum Beispiel irgendeine Grafik-Lib, aber da musst du den ganzen Mist erst wieder installieren und du brauchst noch irgendeinen anderen Mist und bisher ist es ja so, dass es eigentlich nur Twist ist, der alte Links postet. Sind es, ja, Guide, und, keine Ahnung, Hex ist auch meistens ein bisschen hinterher, aber macht nichts. Ich meine, das sind meistens dann irgendwie nur dann drei Bilder irgendwie mal in der Woche oder so oder im Monat und das ist lohnt sich irgendwie nicht. Vor allem, wenn du dann, du müsstest das ja mit erstmal gucken, welches Bild ist ungefähr gleich groß und müsstest es mit denen allen vergleichen. Und es wird dann, je mehr Bilder in der Datenbank sind oder halt auch gespeichert sind, wird es halt aufwendiger. Und das ist zwar eine Idee, aber halte ich jetzt nicht so für sinnvoll. Ja. Die greift trotzdem noch. Ich zeige es gleich, wenn ich, indem ich einfach nochmal ein Bild nochmal neu, einfach nochmal reposte, dass er dann sagt, gibt's schon. Ja, das fängt er ab. Also ich kann auch das Bild an eine andere URL kopieren und das dann posten, dann sagt er, okay, die URL ist zwar noch nicht in der Datenbank, aber den MD5-Hash habe ich jetzt schon. Also wird es wohl das gleiche Bild sein, also lasse ich's. Ich weiß, dass es Hash-Collisions gibt, gerade bei MD5 jetzt, die sind jetzt in letzter Zeit ein bisschen aufgekommen. Deswegen kann man da nochmal SHA-1 drüber machen oder sowas und die auch nochmal vergleichen oder was auch immer. Hex? Ja, SQL-Injection ist natürlich immer tolle Sache. Dadurch, dass ich es aber eigentlich wegabstrahiert habe gegen das PMDB2, die ist da relativ sicher, die escaped das alles ordentlich. Also wir hatten auch, glaube ich, gleich natürlich, als der Nerdball gebaut wurde, ich meine, es sind ja genügend Nerds hier, haben dann dementsprechend schon Tests mal gegen den Nerdball geschmissen, weil es ja PHP, ob man da irgendwas injecten kann, aber das war nicht so richtig. Bis Urs hat einen Bug gefunden, das fand ich, weil ich halt doch irgendwo einmal was nicht richtig escaped habe. Was? Nein, das ist nur einmal exploded. Ich habe es richtig gefixt, ja klar. Ja. Ja, das geht auch. Also, ich meine, es gab drei, vier Leute, die halt irgendwie so eine Idee hatten von dem Nerdball und die Idee von Casa war einfach, da gibt es dieses cooles Flash-Teil. Kennt jemand das? Okay, ist auch nicht so schlimm, das ist einfach, sieht aus wie so ein iPad-Anwendung und man wischt halt praktisch mit der Mauscurve über die Oberfläche und dann kriegt man die Bilder irgendwie. Und der nimmt als Input einen RSS-Feed, ohne den richtig zu escapen. Genau. Okay, dann zeige ich das mal, wie es so aussieht. Im Prinzip, das ist er schon. So sieht er im Moment aus. Habt ihr schon wieder was gepostet? Geht das Netz gerade? Weil... Also er sagt hier waiting. Mal einen Ping schicken. Ah, okay.
Na, er lädt nur. Außer dass er das irgendwie kaputt. Was hat sich schon da gemacht? Na klar, da müssen Sie. Ja. Okay. Nein. Das nicht. Moment. Muss eh. Ja, deins wahrscheinlich eher. Gucken, was er da gepostet hat. Irgendwie laggt das Netz. Also, es kann auch sein, dass das Bild nicht richtig geladen hat. Ich hänge hier am Kabel. Ah, jetzt. Ja. So. Wo war das denn gepostet? In Bronn? Was? Ah, okay, es ist ein kaputtes Bild, aber CJ sagt, es war seine Schuld. Okay, dann ist es nicht mein Problem. Hier steht Adobe Photoshop Fail. Okay, das ist, also entweder ist es ein, anscheinend hat das Thumbnail richtig, nicht richtig gebaut. Da hat dann Convert anscheinend gemeint, das ist bestimmt irgendein proprietärer Adobe Photoshop Mist und kann das wahrscheinlich nicht konvertieren. Also das kann sein, dann zeigt das Bild nicht hier an. Müsste ich jetzt nachgucken, woran es liegt, aber keine Ahnung. Können wir mal gucken? Ja, entweder das oder ist es halt irgendwas. Ja, also ist anscheinend irgendwie kaputt. Also Firefox kann es nicht anzeigen, dann ist das Bild kaputt. Also da kann ich auch nichts dafür. Das ist nicht ein Exploit jetzt vom Netball. Nee. Ich nehme an, dass es irgendwie File sagt HIGPN Adobe Photoshop Image, also es ist kein PNG. Und dann, ja, ist es irgendwas anderes und Convert frisst es wahrscheinlich nicht und dann zeigt er halt nichts an. Okay. Also im Prinzip, das habt ihr verstanden, wie es geht. Sagt hier, man baut hier einen Link. Das ist das hier. In der Zeile sieht man das. Wir müssen größer machen. Machen wir ein bisschen größer. Sieht man das jetzt dahin? Genau, also da ist hier die URL von CJ, die er gepostet hat und effektiv kann ich jetzt mal nachgucken. Bla, überall, irgendwo. Genau, ich habe jetzt noch, genau, da ist es. Das ist effektiv der Output, den ich hinten dran kriege. Irgendwie hat das, genau, okay, er hat es hier gepostet. Ich habe es auch rausgefunden, das ist irgendwie so ein Bild. Er hat auch ein Thumbnail gebaut und hat es in die Datenbank eingetragen. Dann sagt er von wegen bla bla bla, oh, das existiert schon. Und dann hat er irgendwie ein neues gebaut mit Really und hat es dann hier genannt. Aber anscheinend hat er das irgendwie nicht richtig konvertiert. Also das hier ist das Kaputte hier. Und die neue Version hat er gesagt, das gibt's schon. Ja. Ja. Okay. Aber das ist jetzt zum Beispiel das Fetch-Skript, das einfach hinten dran läuft und mein ESI-Log durchdrappt und da dementsprechend die URLs an an den Server schickt und dann auch die Antwort zurückkriegt, von wegen ich habe es registriert. So, okay. So. Okay. Die Nerds wollten natürlich ein paar Features haben und ein paar Features sind zum Beispiel, ja, man will irgendwie einen RSS-Feed haben. Den gibt es auch. Wobei ich jetzt da, wenn man sich jetzt mal den RSS-Feed anguckt, da auch gleich dementsprechend, ein bisschen größer machen, da die Thumbnails mit einbaue und dann auch praktisch einen Media-Stream mit reinschmeiße, so dass manche Feed-Reader praktisch gleich das Thumbnail mit anzeigen zum Bild. Wer es will. Das klappt soweit. Ich habe da nichts dazu geschrieben. Also die Idee war auch, dass man das Zeugs alles selber schreibt. Also ich habe da nicht auf irgendwelche anderen Libraries zugegriffen, bis auf ja, MDB2 für das Datenbankzeugs. Genau. Und dann sieht man das halt. Das sind das. Ne? Und was man vielleicht jetzt hier schon sieht, ist, hier sind so ein paar Bilder im RSS-Feed, die jetzt auf der Seite irgendwie nicht auftauchen. Das ist auch ein Feature. Und zwar,
Wenn man natürlich, also mittlerweile haben sich die Leute gedacht von wegen, boah, jedes Mal auf die Links klicken ist viel zu faul. Ich habe meinen Browser eh die ganze Zeit offen, also drücke ich F5. Weil ich meine, der zeigt dir die Bilder eh auf der Webseite an, dann sehe ich ja, was Sache ist. Und das ist allerdings blöd, wenn man gerade irgendwie an seinem Arbeitsplatz ist und sein Chef kommt rein und sieht eventuell Bilder, die man nicht so direkt als non-safe for work irgendwie deklarieren könnte. Deswegen gibt es noch einen non-safe for work-Modus. Den kann ich jetzt mal ausschalten und dann kommen auch die ganzen Tittenbilder rein. Sehe ich irgendwelche Kleinkinder anwesend, die das vielleicht nicht sehen sollten? Ja, außer Urs. Also machen wir den mal aus. Oh, hat man schon ein paar mehr Bilder, ne? Also man, gucken wir mal da drauf. Ne? Es wurde als non-safe for work deklariert. Ja, Karas halt. Das ist etwas, woran ich noch gerade arbeite. Im Moment ist es so, dass das Bild kommt erstmal rein ohne Tags. Und dann musst du es halt einfach als non-safe for work taggen. Hier unten steht's, non-safe for work. Ja. Das ist das nächste, was ich mache, dass ich einfach Bilder aus einem Channel wie zum Beispiel Prawn, wenn es Prawns gibt, vielleicht generell gleich mal so tagge. Oder, was jetzt noch eine weitere Möglichkeit wäre, ist, ich schreibe einfach, wenn ich das Bild poste, Ausrufezeichen non-safe for work mit in die Zeile. Dann kann ich das ja effektiv mit auch über eine Regular Expression oder sowas abfragen und dann dementsprechend gleich taggen. Also das sind im Moment noch so Features, die noch nicht so richtig implementiert sind. Also das kommt noch, wenn ich Zeit habe. Manche wollten noch irgendwie, dass man, dass, wenn man auf das Bild klickt, dass man das Bild gleich direkt kriegt. Ich mag das eher nicht, ich klicke da einfach durch. Also immer wenn ich auf das Bild klicke, dann kommt einfach das nächste. Und manche möchten halt auch irgendwie dann, nachdem man es irgendwann mal getaggt hat, einfach mal danach suchen. Und wenn man dann nach non-safe for work klickt, sucht, dann kriegt man halt dementsprechend alle Bilder, die so getaggt sind. Und das sind jetzt doch mittlerweile schon einige, die da irgendwie so getaggt sind. Und wo hatte ich's denn? Da ist es doch. Da. So. Also das ist definitiv non-safe for work school. Klar. School, halb so schlimm, wenn man danach was sucht, findet man auch was. Das ist, Scoo, wenn du schon mal da bist, ich habe jetzt ein Foto von dem Bier, das ich entdeckt habe, bringen wir das nächste Mal noch einen Kasten mit. Genau, perfekt. Und das hier ist besonders lustig, dieses Bild. Jemand kam nämlich auf die Idee, ein 2x2 Pixel transparentes GIF zu posten. Und war so klar, dass dann irgendwie leer, what's fail, what's lutscht, fette Rinderschwänze getaggt wurde, weil natürlich alles klar so von wegen, ja, was hat's verbockt, da sehe ich jetzt kein Bild, also ist es kaputt. Dann klicke ich da drauf und gucke mir dieses Bild an und denke mir, hä? Ist das einfach nur ein scheiß transparentes GIF? Okay. Lauter Zeugs. Man kann natürlich auch, ich meine, wir haben auch noch viele Leute, die irgendwie da irgendwie cute Zeugs haben möchten. Oh. Was auch immer. Es ist schon mal lustig, aber ich wollte ja eigentlich zeigen, dass das mit dem hier klappt. Wahrscheinlich, ja genau, ein Grund, dieses Archiv zu bauen, ist, dass natürlich bei 4chan diverse Threads ziemlich schnell austimen. Und genau. Da kriegt man ein 404-Bild wahrscheinlich. Ja, gibt es halt nicht mehr. Dann kann ich jetzt einfach mal View Image machen. Und also das ist auch was Nettes. Also das 4chan hat das Problem, dass dieses anonymes 404-Bild einfach in einem Random ein anderes ist. Aber ich kann das einfach mal posten. So. Ja, ich poste es mal da. Dann sollte das nämlich eigentlich gleich. Genau, da ist es. Und dann kriege ich hier zurück. Ja, wurde gefunden. Es steht noch nicht in der Datenbank. Jetzt steht es drin. Ist die Größe. Thumbnail wurde gebaut. Und wenn ich da jetzt wieder auf den Notepad zurückgehe, dann ist es tatsächlich da.
Yay. Funktioniert. Und deswegen sitzen die Leute eigentlich nur noch da und drücken, glaube ich. Ja, genau. Ich kann das jetzt 404 taggen. Weil ich jetzt selber mal, also das, ich bin eigentlich so mehr so oldschool, ich mag kein Web 2.0 und so weiter, aber da wollte ich jetzt mal Ajax trotzdem ausprobieren. Klappt auch. Und ja, da wurden, ich glaube, irgendwo Fail oder irgendwie Exploit. Also das wurde schon versucht zu exploiten. Scheiß Ubisoft Pirates. irgendwo war dann auch ein. Das ist natürlich klasse, also mit dem Flashbang in das eigene Loch. Sau-Fail. Genau. Dies und das. Nein, das ist nicht Scoos. Scoos fetter. Okay. Also, da wurde auch schon versucht, das irgendwie zu exploiten, weil es geht natürlich in die Datenbank und dann kann man irgendwie Bullshit reinschreiben, aber das wird eigentlich ordentlich alles escaped. Das klappt so nicht. Nein, noch nicht. Also eigentlich hatte ich in der Großansicht vor, dass man hier dann, falls man sich mal vertippt hat beim Taggen, das wieder dann editieren kann. Oder halt, falls jemand einfach mal einen Tag löschen. Und gerade eben die Reposts dann halt auch Admin, bla bla bla, ich will auch das Bild löschen, weil es doppelt in der Datenbank steht. Ja, und zwar, wenn man sich mal den Quellcode von dem Ding anguckt, ich achte nämlich darauf, dass der Output da auch lesbar ist. Also die Seite, das ist der Quelltext von der Seite, wenn man jetzt Steuerung U drückt, also in Firefox, dann sieht man hier sowas wie Link Rel First, bla bla bla. Also die entsprechenden sind Sachen, damit man einfach die nächste Page springen kann, sind über Link Rel getaggt. Also hier stehen drin. Und dann kannst du jetzt die browserspezifischen Tasten verwenden, um auf die nächsten Seiten zu springen. Ich glaube, beim Firefox ist es Steuerung rechts, links oder so. Beim Chrome ist irgendwie ganz was ganz anderes und Safari macht da auch irgendwie andere Buchstaben. Also das ist leider browserabhängig. Implementiert zum Beispiel dieses nächste Seite springen, nächstes Bild springen. Also das ist es klappt auch nicht immer. Also in der einen Firefox-Version ging es, in der nächsten ging es nicht mehr. Warum auch immer. Das ist irgendwie noch etwas, was ein bisschen blöd ist. Aber eigentlich Tastaturnavigation war mit angedacht, ja. Was man auch sieht, ist, das schmeißt ja effektiv nur Diffs raus. Also das Ganze kann man effektiv, das ganze Layout ist über CSS. Also wenn jemand dann Lust hat, da irgendwie einen Style zu bauen oder so, kann man auch einen anderen Style irgendwie einbinden. Keine Ahnung, wer Lust hat. Wow. Genau. Ah ja, was gab's noch? Wir hatten also in der Meldung irgendwie auch meistens irgendwie noch eine Random-Funktion, das halt irgendein Bild aussucht. Dann gibt es auch noch die All-Funktion, dass er halt eben alle anzeigt. Die gibt es auch nur auf der Startseite. Die könnte ich da mal auch mit reinbauen. Ja, genau, All. Das mache ich jetzt nicht, weil das sind doch jetzt hier irgendwie schon 1500 Bilder. Das dauert. Also wenn jemand so ein bisschen Traffic-Tests machen will, der kann einfach mal auf All klicken. Oder vielleicht auch nicht. Was zum Beispiel jetzt bei Random irgendwie Sache ist, wir haben zum Beispiel, machen wir öfters mal eine LAN und zur Belustigung kommen dann irgendwie lustige Bilder auf den Beamer während der LAN und dann bietet sich natürlich sowas an, dass man einfach hier so random macht und dann kann man auch irgendwie sagen, sowas wie in Show gleich full. Dann lässt er noch das Layout weg. Und wenn man dann natürlich noch irgendwie eine Webseite hat, die dann immer das Zeugs refresht. Wie habe ich ihn benannt? Nein, es war nur ein HTML, weil der macht ja immer nur einen Link auf das Bild und auf den. Warte, ich schau mal schnell nach. Bla bla bla, random.html. Genau, dann holt er halt irgendein Bild und macht halt dann immer irgendwie das, zack, irgendwas anders. Sieht so aus, also ganz einfach Quelltext, einfach HTML. Da steht halt drin hier oben, Refresh Content 5 Sekunden, immer auf das gleiche Bild nochmal. Und der baut halt einfach Images aus und das Ding hier ein. Funktioniert.
Dann kann, oh. Ja, dann kriegt man die auch irgendwie random durchgehen. So. Noch irgendwelche Fragen? Soll ich nach irgendwas Speziellen suchen? Ich kann natürlich jetzt auch die Seite ziehen, noch irgendwie in einfach mal 10 Minuten offen lassen. Und ja. Ich muss hier noch Karas grüßen. Der sorgt dafür, dass hier die ganzen Non-Safer-Work-Bilder drin sind. Naja, unter anderem. Ja, Karas muss jetzt seine Doktorarbeit, Diplomarbeit fertig machen und ja. Ich bin da am Überlegen, ob ich da noch irgendwie sowas einbaue, dass man irgendwie dann auch irgendwie die Thumbnails macht oder sowas, weil das Problem ist, die High-Res-Bilder sind natürlich, passen dann natürlich nicht mehr auf den Bildschirm. Weil er das Bild auch immer in Originalgröße zieht. Ah, genau. Dadurch, dass das hier ein Diff sind, funktioniert das auch auf dem iPhone. Das skaliert es. Und ich bin am Überlegen, ob ich da jetzt noch ein bisschen so jQuery oder vielleicht doch mit. irgendwie doch vielleicht mal mir jQuery angucke, weil das wollte ich irgendwie mal doch mal tun. Und dann zum Beispiel. und dann zum Beispiel auf mir abfrage, was zum Beispiel, was ist für ein Browser, was für Auflösungen das dementsprechend dynamisch anpasst. Was auch immer. Was für abstruse Bilder sind bei uns eigentlich da im. Also, awesome. Also, ihr versteht langsam. Ah ja, das ist eine Voodoo 5. Die wurde nie released. Also, ihr seht jetzt langsam, warum man sowas braucht. Braucht. Ihr könnt den Quelltext gern haben und ihr könnt auch irgendwie, wenn ihr da wollt, einfach mir eine E-Mail schreiben, watz@neutenhard.org. Und ich stelle auch die entsprechenden Folien nochmal dann ins Wiki und wer den Quelltext da irgendwie haben will, der kann den gern haben. Kommt bestimmt als nächstes. Oh! Gut, noch irgendwelche anderen Fragen? Ja? Nein! Jetzt für Ärzte noch eine Frage. Nein, aber es gibt die Search PHP und dann kann man das einfach als Search Parameter hinten dranhängen. Und der schmeißt dann einfach alle Bilder, die da irgendwie auf den Text kommen, hinten raus. Ich wollte auch irgendwie mal das Ganze noch ein bisschen dokumentieren und da irgendwie so eine API dazu schreiben. Also es ist noch in Entwicklung, aber es ist halt immer noch ein Freizeitprojekt, wenn ich halt eben Zeit habe. Und jetzt im Moment habe ich nicht so viel, so viel Zeit. Genau. Ja, schön, dass ihr da wart. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach nochmal ein bisschen laufen. Ja, genau. Die ist ja, glaube ich, jetzt als nächstes, glaube ich, in 15 Minuten oder so. Ich lasse es einfach laufen. Jo. Okay. Vielen Dank.